Hallo alle zusammen. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein paar hübsche, aber trotzdem sehr einfache St. Martin-Laternen basteln kann. Lasst uns loslegen. Für unsere Laterne brauchen wir natürlich ein Blatt Papier, ein Geodreieck, einen Klebestift, eine Schere, ein paar Wachsmalblöcke und einen Bleistift. Wir wählen jetzt eine beliebige Farbe aus. Ich nehme Rot und Orange und malen das ganze Blatt damit an. Auch schön kräftig oder immer wieder mal drüber fahren, über Stellen, wo man schon gewesen ist. Wenn das getan ist, müssen wir das Ganze einmal bügeln gehen. Damit das Bügeleisen nicht verklebt, legen wir ein zweites Blatt Papier darüber. Nachdem wir es gebügelt haben, messen wir die bemalte Seite nach unten, unten einen Rand von 4 cm ab und markieren die Stelle mit dem Stift. Nun messen wir oben einen Rand von 2 cm ab und markieren diese Stelle auch mit dem Stift. Das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt ziehen wir eine Linie von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Ist das getan, ziehen wir eine zweite Linie hier unten von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Jetzt teilen wir die Länge dieser Linien durch 4. Es macht nichts, wenn es nicht ganz aufgeht. Und markieren die Stellen des Ergebnisses. Wir haben hier jetzt also 4 Markierungen in gleichen Abständen. Und dieser kleine Rest, der hier hinten geblieben ist, der wird später zu einer Lasche, damit wir es festkleben können. Genauso wie unten machen wir auch oben 4 Markierungen in gleichen Abständen. Wir haben noch einen Streifen von ungefähr 1 cm als Rest übrig, nachdem wir unsere 4 Punkte markiert hatten. Und diese beiden Markierungen hier, die hier entstanden sind, verbinden wir jetzt der Länge nach miteinander, von hier ganz unten bis dort ganz oben. Ist das getan, nehmen wir unsere Schere und schneiden diese kleinen Rechtecke hier an den Ecken aus. Hier unten machen wir das Gleiche. Als nächstes verbinden wir diese Markierungen, die wir gemacht hatten, mit dem Rand unseres Blattes. Das Gleiche tun wir auch oben. So. Nun nehmen wir wieder die Schere und schneiden diese Linien ein. Das Gleiche machen wir auch oben. So. Jetzt verbinden wir immer schräg 2 Markierungen miteinander. Dafür brauchen wir wieder das Lineal. Und legen es so an. So. Jetzt müssen wir das Papier entlang den Linien falten, die wir gemacht haben. Außerdem müssen wir es jetzt auch noch senkrecht falten. Das heißt so, sodass wir nicht nur die überkreuzten Linien falten, sondern auch die geraden.
die wir aber nicht aufgezeichnet haben. Jetzt auch noch diese Lasche hier einmal falten. So. Jetzt nehmen wir den Klebstoff und kleben diese Laschen hier so runter. Jetzt streichen wir auch auf diese Lasche Klebstoff und legen die nächste Lasche so darüber. Wir kleben jetzt auch alle anderen Laschen auf die gleiche Weise fest, genauso wie wir es bei der ersten auch getan haben. So, jetzt haben wir die letzte hier drin. So. Und jetzt müssen wir hier auf dieser Lasche an dieser Außenseite ebenfalls noch Klebstoff verteilen, damit wir die dann auch festkleben können. So, jetzt drücken wir das hier so aufeinander. Die Laterne ist jetzt fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier die Ecken so einbeulen. Deshalb haben wir auch vorhin das alles so schön geknickt, damit wir das jetzt ganz leicht machen können. So. Jetzt ist unsere Laterne fertig. Wir brauchen nur noch ein Stückchen Draht, einen Stock, in den wir vorne eine Kerbe geschnitten haben, und ein Teelicht. Und dann können wir zu St. Martin im Dunkeln Laterne gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas lernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.